Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy X. In der letzten Folge haben wir die Gebietssammlung und die Artensammlung abgeschlossen. In der heutigen Folge würde ich gerne mit euch die Monsteranstalt Spezial abschließen. Ich hoffe doch, dass wir das hinbekommen werden. Und würde dann mal sagen, wir fangen direkt mal an damit und fangen mit dem Erdverspeiser an. Der Erdverspeiser. Entweder bekommen wir von dem Glücksspheroiden oder einen Fortuna-Spheroiden. Ich weiß es gar nicht. Oren, was machst du denn hier? Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen vertan. Greif mal normal an. Er kontert. Ja, er kontert. Er kontert. Das ist nicht gut. Warum konterst du und warum? Okay, jetzt nicht mehr. Alles klar. Mit Flair. Kontert er jedes Mal mit Flair? Oh, scheint so. Na, ganz toll. Richtig super. Ich werde euch hier auch nochmal einblenden, wie viele HP die Gegner jeweils haben. Ich würde einfach mal meinen, wir fangen direkt mal mit dem Angriffstier an. Das hier ist mir ja... Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Das gefällt mir ja mal überhaupt nicht. So, das hier ist Folge Nummer 60. Also ich weiß, es hat alles ein bisschen länger gedauert, als ich es eigentlich eingeplant hatte. Aber ich muss sagen, dass dieses Let's Play doch schneller über die Bühne gegangen ist, als ich dachte. Ja, greif du an. Auf wen konterst du jetzt genau? Auf denjenigen, der dich angegriffen hast? Oder suchst du dir das zufällig aus? Das sieht scheinbar so aus, als würde er sich das aussuchen. Bitte nicht Kimari. Danke, weil das wäre nämlich echt nicht gut, wenn er Kimari angreift. Weil... Ja. Ja, super. Jetzt muss ich nämlich eine Phönixfeder benutzen. Ansonsten würde das Kimari automatisch tun. Ich sollte vielleicht dann auch nochmal ein paar Phönixfedern kaufen. Ich würde dann auch gerne in der nächsten Folge oder vielleicht sogar in dieser Folge, das kommt drauf an, wie schnell wir sind, würde ich dann schon mal anfangen mit den anderen optionalen Sachen. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen für die Leute, die dieses Spiel kennen sollten. Haben wir ihn erledigt? Oh, okay, das ging ja dann doch schon ein bisschen zügig. Bitte sag mir, dass wir einen Glücksspheroiden von dir bekommen. Glücksspheroid, tatsächlich sehr schön. Gut. Ach nichts, weil ich muss mich mal kurz aufheilen. Ein Glücksspheroiden. Ist denn jemand gerade hier zufällig an so einem Glückssymbol-Dingens? Nee, ne? Aber mit dir... Oh, Entschuldigung. Aber mit dir laufe ich mal gerade hier hin, weil ich das hier abschließen muss. Ich muss das hier... komplett in Blau haben. Das ist meine Zwangsneurose. Dafür kann ich nichts. So, und hier dann. Was? Ah, Geschick steigt um 4. Sehr schön. Aber Tides, mit ihm konnten wir doch auch nochmal uns ein kleines Stückchen bewegen, nicht wahr? Genau, dann komm du mal hier hin. So, Reflex steigt um 4. Ich finde seine Reflexwerte eigentlich jetzt schon ziemlich gut. Und die Abwehrkraft, ja... Reflexwerte 171. Echt, ich dachte, die wären höher. Das sind die ja von Kimari ja noch besser. So. Auf jeden Fall machen wir dann weiter mit der Wabbelmasse. Gut, dann bekommen wir von der Wabbelmasse höchstwahrscheinlich den Fortuna-Spheroiden. Kontert der? Oh, ich mag keine Gegner, die kontern. Ich glaube, keiner mag Gegner, die kontern, oder? Das ist schon mal gut. Und jetzt... Nein, das hier ist das Monster, das jedes Mal mit Ultima kontert. Ach du meine Güte, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Aber es hält sich eigentlich alles in Grenzen. So, dann mache ich das Ganze mal anders. Wo haben wir abgeben? Hier, dann gib du mal deine Ekstaseleiste an Walker ab. Und dann werde ich mit Kimari auf jeden Fall Supernova einsetzen. Dann haben wir da diese 9999... Auf jeden Fall safe. 99.999 so rum. Mit einer neuen mehr. Das schaffst du doch, Kimari, oder? Sehr schön. Okay, dann darf er gerne... Ah, er kontert nicht mit Ultima. Okay. Noch besser. So, dann Angriffstee. Ich habe jetzt nicht zur Hand liegen. Also ich habe mir das nicht aufgeschrieben, wie viele AP diese Monster hier haben. Das werde ich später halt... Also ihr werdet es jetzt schon sehen können, aber ich weiß es halt nicht.
Bitte verabschiede dich. Nee, möchte er nicht. Aber nicht, aber immerhin. Wow, 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 wow. Aber immerhin setzt er kein Ultima ein. Jetzt weiß ich nicht, ob mir hier jetzt Ultima lieber gewesen wäre. Okay, und nochmal Erzengel für unseren lieben Tidus. So, dann kannst du jetzt angreifen, wen du möchtest. Kimari setzt sowieso jetzt seine Autophönix ein. Sehr schön. Und dann darfst du jetzt gerne auch nochmal Supernova einsetzen. Mach dieses Vieh kaputt. Wenn man das überhaupt als Vieh bezeichnen kann. Aber es lebt noch. Und noch einmal die Nasspresse, weil das so richtig toll ist, nicht wahr? Okay. So, jetzt sollten wir vielleicht über die Heilung nachdenken. So, Vigra. Aber für Kimari auf jeden Fall. Vigra. Nochmal Vigra. Nochmal für Kimari, bitte. Okay. Walker, greif du an. Sehr schön vernichtend. Wunderbar. So, ich meine, wir müssten Fortuna-Speroiden bekommen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke schon. Aber dann wird das ja eigentlich noch gehen. Ich dachte, das wäre schlimmer. Ich hatte die schlimmer in Erinnerung. Aus welchen Gründen auch immer. Da könnte man ja doch ein bisschen Glück farmen. Ah. Oh, und die Erfahrungspunkte sind auch nicht schlecht. Ah, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Fortuna-Speroid, genau. So, okay, wir wollen weiterhin kämpfen. Oh nein, wollen wir nicht, weil ich muss mich erst heilen. Das wäre doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, das nächste Monster. Katastro-Tentakel? Wer soll das denn sein? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Okay, noch geht das ja. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passiert hier gleich. Dieses Monster hatten wir damals bei Luca bekämpft, ne? Die Toxinwolke. Super. Und Walker ist der Einzige, der die Schleife ausgerüstet hat. Ganz toll. Dann greif du mal Tidus an. Oh, super. Das ging daneben. Oh, oh. Jetzt machen die sich... Jetzt metzeln die sich hier alle um. Walker? Oh, nein. Nein, das wollte ich nicht. Das ist keine Absicht gewesen. Dieses Mal zumindest nicht. Okay, greif ihn nochmal an. Vergesst die anderen beiden. So, jetzt kommt er raus aus seinem Panzer. Sehr schön. Richtig nice. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier schon mal die Phönixfeder einsetzen. Das ist nicht ein Luca gewesen, ne? Das war ein Kirika. Ein Kirika war das. Ich verwechsel nämlich Kirika und Luca ab und an mal. So, und gerade nochmal eine Phönixfeder für unseren Kimari. So, und dann darfst du gerne weiterhin angreifen. Was ist mit deiner Ekstase-Leiste, Walker? Warum füllt die sich nicht? So, ja, wegen deinem Fluch. Ja, alles klar. Ergibt Sinn. Ich dachte nur, ich hätte wieder irgendwas verbockt, irgendwas wieder umgestellt, von dem ich nichts mehr weiß. Und habt ihr ihn jetzt nicht getroffen? Ihr habt ihn beide zweimal nicht getroffen. Was ist denn da los? Aber der kontert nicht. Also es ist mir egal, der kann so viel HP haben, wie er mag. Aber er kontert nicht. Das macht ihn recht angenehm. Ja, wenn Walker halt noch treffen würde, wäre das halt noch viel besser. Okay, das hier bedeutet nichts Gutes. Wenn er schon meine HP verringern möchte, dann kommt er bestimmt hier gleich mit einem Mega-Angriff um die Ecke. Komm schon. So, Tidus ist voll. Dann könnte er ja noch... Nein, könnte er nicht. Wir heben seine Ekstase-Leiste auf. Vernichtend, wunderbar. Zum Glück habe ich sie aufgehoben. So, was hinterlässt er uns denn? Bronzenmesser, okay. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd. Könnte man auch von Tombury stehlen. Okay. Protonenwerfer. Ach, den kennen wir doch. Das ist doch dieser... Genau. Oh, ich habe mich nicht geheilt. Oh, wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Okay, wir werden hier jetzt höchst vermutlich. Was ist jetzt hier los? Okay. Ich bleibe trotzdem weiterhin bei Supernova. Ich werde mich nicht heilen. Ich glaube, das mag er.
Supernova ist voll. Ja, sehr schön. Und nochmal, hey, hör auf damit, bitte. Okay, jetzt kommt er nochmal mit schuldig. Ach, das ist sein Konter. Echt jetzt? Du nervst mich aber damit. Aber tötest du mich damit? Ich glaube nicht, oder? Okay, doch. Das hat Kimari erwischt. So, oh, ich habe mich nicht geheilt, ey. Da könnte ich mich doch schon wieder kaputt ärgern. Ich möchte aber auch die Ekstaseleiste nicht abgeben. Ich möchte die vorerst aufheben. Dieses Monster danach macht mir Sorgen. Ich glaube, das Monster, das danach kommt, kann ich physisch nicht angreifen. So, jetzt kommt hier automatisch die Phönixfeder. Diese Sabberschnecke ist es, glaube ich, gewesen. Irgendwas war mit der. Die ist nicht so ganz unschuldig. Und nochmal schuldig, ne? Und es trifft wieder Kimari. Natürlich, immer mein Liebling. Es muss immer mein Liebling treffen. Was ist hier jetzt los? Konter! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, komm, egal. Hätte ja auch sein können, dass es ihn vernichten wird. Ich musste es ausprobieren. Ansonsten hätte ich mir in den Hintern getreten. So, komm schon. So, die Folge, die ich eben aufgenommen habe, die ist gerade am Rendern. Dürfte bald fertig sein und werde ich dann online stellen. Und dann denke ich, dass ich ab nächste Woche dann nochmal mit meinem normalen Sendeplan dann nochmal anfangen kann. Ich hoffe, dass ich bis dahin Final Fantasy X dann durch habe. Ich glaube, dass einige Abonnenten ein bisschen sauer mit mir sind, weil sich das hier doch ein bisschen länger gezogen hat als gedacht. Und dann kommt jetzt noch meine neue Arbeitsstelle noch dazwischen. Bitte, oh nee, ich möchte, dass du jetzt auch den Löffel abgibst. Denn ich finde, wir finden dich nervig. Wir finden dich nervig. Sag mal, wie viel HP hast du denn? Ach. Himmelsring. What the? Nee, 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 nee. Waka, du musst das überleben. Sehr schön. Wunderbar. Was sind jetzt schon wieder in diesem Fluchzustand? Oh. Naja, alle außer Kimari. Hey, das macht nichts Blödes, obwohl. Ja. Ist schon okay. So, dann probieren wir das Ganze noch einmal. Und schuldig sind wir immer noch. Und bei Walker zieht es einfach nur 312 ab, ne? Weil seine Abwehrwerte einfach so hoch sind. Deshalb macht das Walker überhaupt nichts aus. Finde ich richtig toll. So. Aber jetzt reicht's. Wir wollen, dass du dich jetzt verabschiedest. Ach, und schon nochmal. Nö, Moment mal. Ich glaube, bei dir benutze ich jetzt ausnahmsweise mal den Himmelswind. Damit wir ein bisschen was an Phönixfedern sparen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Komm, Walker. Das gibt es doch nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht die Ekstase einsetzen. Oh, Kimari. Es hat Kimari wieder erwischt. Protes. Was stimmt denn mit dir nicht? Das werden wir aber sofort unterbinden. Anti-Z. Ich dachte jetzt schon, er wäre immun dagegen. Dann hätte ich aber im Strahl gebrochen. Okay, Walker. So, dann greif jetzt nochmal an. Aber das bedeutet dann vermutlich, dass er nicht mehr so viel HP hat, wenn er Protes einsetzt. Würde ich mal meinen, oder? Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Er möchte nicht sterben. Warum kann er nicht nochmal normal angreifen, dass Walker dann oder nochmal irgendjemand anderes kontern kann? So, Walker, bitte mach ihn platt. Nein, das hat nicht gereicht. Und wir sind schuldig. Zack. Du gehst mal in die Abwehrhaltung. Magiering. Oh oh. Magiering ist nicht so toll. So, schuldig. Kimari, wie sieht's aus? Ja. Schade. So, und eine weitere Phönixfeder für ihn.
Und du greifst nochmal mit deinem Ball an? Das gibt es doch nicht. Boah, so langsam gehst du mir jetzt aber auch auf den Keks hier. Darf doch nicht wahr sein. Ich will jetzt aber auch nicht meine Ekstase einsetzen. Der hat bestimmt nicht mehr so viel. Das wäre völlige Verschwendung. Und wir sind immer noch schuldig. Komm, Tidus. Darf nicht wahr sein. Himari, du überlebst einen Schlag noch, ne? Das gibt es doch nicht, oder? Warum nur? Und nochmal eine Phönixfeder. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier mit irgend so einer blöden Attacke. Genau, normalen Angriff. Sehr schön. Konter bitte. Vernichtend. Ach, perfekt. Da trinke ich doch noch einen Schluck Kaffee. Cappuccino, um genau zu sein, aber Kaffee ist Kaffee. Sehr schön. Ach, Wendeblatt erhalten. Okay. Da habe ich noch die 99 Stück von Rin. So, okay. Und wir wollen weiterkämpfen. So, ach, die Sabaschnecke. Ultima Buster. Oh, ich glaube, das war auch nicht so tolles. So, in Ordnung. Fangen wir mit Supernova an. Ich glaube, ich kann die Sabaschnecke nur bis zu einem gewissen Punkt physisch angreifen. Und dann muss ich auf Magie umschwanken. Und die regeneriert sich noch. Irgendwas war da. Aber das hier sieht schon mal gut aus. So, Walker, wenn deine Ekstaseleiste sich dann auch steigen würde, wäre das richtig nice. So, komm schon. Ja, das sieht gut aus. Und weiter. So, Walker, du musst noch einmal angreifen. Deine Ekstaseleiste ist voll, wunderbar. Millionen Tonnen. Okay. Kein Problem, das kontert er doch hoffentlich, oder? Sehr schön. Wunderbar. Ja, das sieht alles jetzt noch gut aus, aber das kann sich schlagartig ändern. Wisst ihr was? Ich setze jetzt mal Angriffstier ein. Vielleicht habe ich ja Glück. Daran glaube ich zwar eher nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn sie stirbt. Ja. So, jetzt geht sie in die Ruhephase direkt. Nee, sie geht nicht in die Ruhephase. Okay. Das ist ja noch besser. Abgeben, Walker. Das wäre ja toll, wenn wir sie platt machen können, bevor sie überhaupt in die Ruhephase kommt. Das wäre ja noch besser. So, greif mal an. Sehr schön, Walker. Nochmal Angriffstee. So, jetzt bin ich gespannt. Es wäre wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja! Sie kam nicht in die Ruhephase. Sehr schön. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt legt die sich hin und fängt an, sich zu regenerieren. Und wenn sie das tut, kann man sie nicht normal angreifen. So ist das gewesen. Sehr schön. Ach, das ist doch ein Traum. Pendel erhalten. Horn der Ronzo. Moment, diese Waffe möchte ich mir anschauen. Horn der Ronzo. Durchschlag und Triple AP. Ja, so prickelnd ist das aber jetzt nicht. So, uns dann heilen. Ist ja nur Walker, der geheilt werden musste. Boah, das freut mich, dass dieser Kampf sich nicht so gezogen hat. Da hatten wir wirklich unfassbares Glück. Ultima Buster. Ultima, hallo. Du bist Ultima Buster. Wir haben gelernt, den Kopf als erstes angreifen. Okay. Das ging ja... Das hier ist ja einfach. Der Kopf ist raus. Der rechte Arm ist raus. Dieser Arm ist nicht draußen. Jetzt aber. Okay. Der kontert auch nicht. Kontert er? Nein. Ah, du bist ja angenehm. Wo ist der Haken? Irgendwo muss doch ein Haken sein. An dieser ganzen Geschichte hier.
Okay. Ich bin skeptisch. Aber. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Gegner hier nicht stimmt. Aber das gefällt mir. Er kontert nicht. Er steht einfach nur da und lässt sich schlagen. Das ist richtig toll. So, und auch du darfst gerne kontern. Sehr schön. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Okay, wie viel HP hast du denn? Würde ich ja mal gern wissen. Oh, ich hätte es mir doch vorher rausschreiben sollen. Ultima, okay. Wenn man einmal mit Ultima angreift, dann ist das okay. Solange es nicht die Überhand nimmt. Hallo? Jetzt wissen wir hier aber... Jetzt wissen wir ein bisschen blöd hier. Das muss nicht sein. Okay, Mari. Walker. Tidus. Okay, Mari. Ich möchte mir die Ekstasen aufheben. Für den Himmelsdrachen. Ah, da ist Riku dann auch mit dabei, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Die Arme haben sich regeneriert. Gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Da ist Riku zwar mit dabei, aber das macht ja gar nichts. Das macht gar nichts. So, dieser Arm ist raus. So, der nächste Arm. Stopp. Hier, ganz normal angreifen und raus. Er ist nicht raus. Der Arm ist nicht raus, aber jetzt. Okay, Tidus. So, so langsam dürftest du aber jetzt auch mal aufhören. Du darfst jetzt auch gerne mal schlafen gehen. Und nochmal Ultima. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. Oh, my God. Walker. Wir haben doch Mega Phoenix. So, wenn wir schon so viele davon haben, sollten wir die auch benutzen. Komm schon. Kann doch nicht sein. Hör auf, warum ist der jetzt auf einmal so oft dran? Ich meine, es war ja jetzt nicht oft, dass er dran gewesen war. Aber öfter als im Vergleich zu vorher. Jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt meine ganzen Mega-Phönixe benutzen wegen dir? So. Bitte. Mach den fertig. Der regeneriert sich nicht. Der kontert nicht. Jetzt endlich. Meine Güte. Mein lieber Mann. Okay. Und Siegesrausch. Oh, hier ist eine neue Waffe für Kimari. Die möchte ich mal noch gerade abchecken. Waffen. Schaut mal. Die ist so mit Triple AP, Ekstasewandler und Triple Ekstase. Schaut euch das mal an. Dann kann ich die andere ja wegwerfen. Richtig nice. Schön. Cool. So, jetzt mich hier kurz heilen. So, dann kämpfen wir jetzt gegen den... Ich bin selbst erstaunt, was für ein Monster ich erschaffen habe. Das muss gefeiert werden. Ihr sollt ebenfalls daran teilhaben. Super-Speroiden mal 10 erhalten. Wollt ihr mal zur Probe kämpfen? Das erste Mal ist es kostenlos. Ja, das kommt jetzt, weil ich den Himmelsdrachen schon mal bekämpft habe. Ich würde jetzt gern erst den Himmelsdrachen bekämpfen und dann ihn. Aber... Da muss ich Geld bezahlen. Deswegen würde ich dann erstmal gegen ihn kämpfen. Hier haben wir Deus, ne? Oder wie spricht man seinen Namen aus? Deus, wie auch immer. Okay, ich weiß, dass der hier nicht ohne ist. So, ich fange dann auch direkt an mit Schutzengel. So, als erstes mal Kimari, ganz klar, weil Kimari Autophönix trägt. So, hast du auch Schutzengel? Sehr schön, dann Walker.
mit Schutzengel. So, dann du nochmal Schutzengel auf unseren lieben Tidus. Tidus. Sag ich schon Tidus. Okay, dann würde ich mal meinen, fang du mal mit Supernova an. Okay, wir sind bei 27 Minuten Aufnahmezeit. Also, ja. Wenn das hier richtig gut läuft, dann können wir schon hier in der einen Folge dann doch noch anderes erledigen. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ist hier los? Kontert der mit Ultima? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Wie seine Vorgehensweise ist. Sag mir nicht, dass der mit Ultima... What the... Okay. Oh, das hier nervt mich ja jetzt schon. War das jetzt ein Konter? Oder nicht? Hier, hier ist mal auf jeden Fall dein Schutzengel. Oh nein, ich hätte Kimori nehmen sollen wegen seinem Autophönix. Verdammt. Was ist hier los? Ich glaube, der hat so um die 10 Millionen HP. Kann das sein? Okay. Tombola Angriffstee. Darfst du gerne einsetzen, damit wir hier vorwärts kommen. Ah, ich hätte die Ekstase auf Zorn einstellen sollen. Dann wäre die schon jedes Mal bei jedem direkt gefüllt. Okay, das ist schon mal gut. Der kontert jedes Mal mit Ultima. Darf das denn wahr sein? Der ist nämlich eigentlich gar nicht an der Reihe. Schutzengel für Tidus. Hier die Phönixfeder für Kimari. Oh oh. Megafunke. Aber Walker hat noch den Schutzengel, sehe ich gerade. Sehr schön. Na, immerhin. Oh my god. Mega Phönix. Kontert er jetzt wirklich jedes Mal mit Ultima? Darf doch nicht wahr sein, oder? Weißmagie. Erzengel. Ah, komplett. Also Erzengel heilt komplett hoch. Also nicht nur bis 9999. Sehr gut. Was mache ich denn jetzt? Soll ich mal mit Ultima zaubern? Kontert der nur, wenn ich physisch angreife? Moment mal, ich werde das jetzt einfach gleich sehen. Ich zauber einfach mal mit Flair. Und dann werde ich sehen, ob er dann mit einem Zauber... Okay. Weißmagie, Schutzengel. Für Kimari auf jeden Fall. So, was tut er jetzt? Normal angreifen. Das ist mir immer noch am liebsten. So, und die Phönixfeder. Okay. So, jetzt greife ich mal normal an. Und dann kontert er mit Ultima, oder? Nee, er kontert nicht. Okay. Dann den Himmelswind. Walker, greif an. Spezial. Oh, das hier ist blöd. Ah doch, Kimari hat noch den Schutzengel. Ich hätte Hades-Magie vielleicht benutzen sollen, ne? Aber ich wollte eigentlich, abgeben. Wo ist es denn, meine Güte? Hier. Oh. Ich hatte den so krass gar nicht mehr in Erinnerung. Zack. Konter. Sehr schön. So, du benutzt die Weißmagie, Vikra, für unseren Walker. Walker, du benutzt Angriffstee, ganz klar. Okay. So. Mein Cappuccino ist auch gleich leer. Jetzt kontert er mit Ultima. Ich weiß nicht, ist das ein Konter? Immer wenn ich meine Ekstase einsetze. So, und alle sind hinüber. Oh, Walker nicht. Ja, wegen seiner Zauberabwehr vermutlich.
Oh, jetzt geht's los. Das geht aber nur auf einen, ne? Das ist gut. Kimari wirft nämlich jetzt die Phönixfeder. Und du benutzt noch eine Phönixfeder. Und du setzt die Weißmagie ein. Schutzengel für Kimari. Okay. Megafunke. Was war das nochmal? Ah, das geht auf alle. Ich glaube, da sterben sie mir auch alle weg. Ja. Außer Kimari natürlich. Nein! Verdammt! Ich habe ihn nicht geschafft. Keine AP, keine Items. Ach, ihr habt verloren. Ihr müsst noch hart trainieren. Na super, ich wollte damit eigentlich Geld sparen. So, dann kümmern wir uns erstmal um den anderen nochmal. Monsteranstalt Spezial. Himmelsdrachen, genau. Den habe ich ja offscreen off bekämpft. So. Allerdings war da immer die Ekstaseleiste von Walker oder von Tidus voll. Das ist dieses Mal nicht so. Riku, du... Moment, beherrschst du denn schon abgeben? Nee, ne? Das ist schade. Gut, dann musst du in die Abwehrhaltung, weil ein Schlag von ihm, ich glaube, das überlebt sie nicht. Vor allem muss ich hier sowieso aufpassen mit seinem blöden Angriff auslöschen, da Walker der Einzige ist, der die Schleife trägt. Ja, für meine zweite Schleife brauche ich noch ein paar Dunkelkristalle. Die wollte ich mir aber dann woanders holen. So. Es wäre jetzt echt toll, wenn du dich jetzt verabschieden würdest. Aber das dauert noch ein bisschen. Der hat noch ein bisschen mehr. Auslöschen. Auslöscher. Entschuldigung. Ja, und tschüss, Tidus. Mach's gut. Allerdings ist mir das offscreen auch mal mit Walker passiert. Und Walker ist versteinert gewesen. Obwohl er ja die Schleife trägt, ne? Aber die Schleife schützt halt nicht immer. Steht ja auch da, wenn man sie umbaut. Oder einbaut vielmehr. Ja, und der Konter. Sehr schön. Schade, Riku, dass du nicht abgeben beherrschst. Was macht er jetzt für komische Sachen? Achso, er greift nochmal normal an. Oder sein Konter vielmehr. Hat aber ein bisschen lange gedauert. Der hat vermutlich erst überlegt, ach, soll ich jetzt kontern, soll ich nicht kontern? Soll ich ihn schlagen oder nicht? Ja, denn er weiß, wie stark Walker sein kann. Besonders dann, wenn er wütend ist. Ja, es reicht jetzt. Absolute Helligkeit, alles klar. Aber das dürfte Riku auch überleben. Ja, zwar knapp, aber sie hat es überlebt. Riku, du gehst trotzdem in die Abwehrhaltung. Oh nein, oh, das wollte ich nicht. Oh, Riku. Entschuldigung. Bist du meinetwegen gestorben? Okay. Ach, und raus. Ach, dann ging das ja doch ein bisschen schneller. Dann ging das ja doch ein bisschen schneller als gedacht. Und Walker hat schon 61. Na super. Gigantenflügel 2 Stück erhalten. Na super. So, ich werde dann jetzt mal schnell auf das Sperobrett gehen. Mit allen Mann. Der zweite Versuch. Dann wollen wir mal loslegen. Walker. Moment, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, wir fangen erstmal hier an mit Schutzengel. Das möchte ich auf jeden Fall erstmal über die Bühne bekommen, dass jeder Schutzengel hat. Das dürfte doch Sinn ergeben, meint ihr nicht? Schutzengel ist gut. So, auch du darfst dann Schutzengel einsetzen. So, dann haben alle jetzt diesen Schutzengel-Effekt, ja? So, dann... Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich mir mal sagen lassen. So. Der kontert ja gar nicht.
mit Ultima. Hier auch nicht. Ah, wieso nicht? So, und er stirbt mir weg. Ganz toll. Richtig toll. Weißmagie. Schutzengel Kimari. Warum? Warum kontert hier niemand? Okay. Warum kontert hier niemand? Warum kontert er nicht mit Ultima? Okay. Wir setzen mal Blitzbaugott ein. Na denn. Ich hoffe, das funktioniert. Komm, teil richtig gut aus, teil es. Ach du meine Güte, du ahnst es nicht. Du ahnst es einfach nicht. So, vielleicht klappt das ja. Immerhin. Immerhin. Den maximalen Schaden haben wir ausgeteilt. So, und er kontert jetzt mit Ultima. Kann das sein, dass er nur mit Ultima kontert, wenn ich die Ekstase einsetze? Ja, vielleicht sollte ich dann die Ekstase nicht einsetzen. Okay. Weißmagie. Schutzengel Kimari. Tidus lebt noch. Tidus hat Ultima überlebt. Okay. Okay, was ist das hier? Ach, das ist die Riesenkugel, ne? Die geht nur auf einen. Und sie geht auf Kimari. Aber Kimari lässt sich das nicht gefallen. Vielleicht wäre es hier dann auch am sinnvollsten gewesen, die Ekstase-Leiste hier auf Zorn zu stellen. Schutzengel. Kimari, damit du wieder back in the game bist, falls dir was zustoßen sollte. Und wer kriegt's ab? Tidus. Aber auch hier haben wir Schutzengel. Okay, das ist ja gut, dass Walker nichts passiert. Dann kann der weiterhin mit seinem Ball angreifen. Schutzengel, genau, dann kümmert ihr euch drum. Dann kümmert ihr euch beide um die Heilung und Walker greift einfach an. Das ist so. Das ist doch in Ordnung, oder? So, greif du an. Und du... Regina... Ja, falls ihm doch was passieren sollte. Durch Megafunke, das... Ja, er wird doch nicht sterben, oder? Waka, du überlebst Megafunke, oder? Mit dem tollen Regener-Effekt. So, hier kommt erstmal Schutzengel. Wieder zum Einsatz. Und das darf ich dann jetzt wieder zaubern, ne? So, Weißmagie. Schutzengel einmal für dich. Und dann kann er ja Schutzengel für Kimari zaubern. Damit Walker nochmal angreifen kann. Ne, ich glaube, das gibt am... Das macht am besten Sinn. So, Schutzengel Kimari. Ja, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ich hier die Ekstase-Leiste auf Zorn gestellt hätte. Ganz toll. Richtig toll ist das. So, du bleibst am Ball. Du wirst weiterhin angreifen. Egal was passiert, Walker wird nur im äußersten Notfall Weißmagie zaubern. Ansonsten wird Walker nur angreifen. So, das hat sich ja bei euch jetzt auch nochmal getan. Dann dürft ihr jetzt auch angreifen. So, dann ist er jetzt wieder an der Reihe. Das ist dieser große Energieball, ne? Und Tidus muss dafür bezahlen. So, und wenn jetzt die Zornleiste da wäre, ja? Also wenn ich die Ekstasenleiste Zorn gewählt hätte, dann wäre die jetzt komplett voll. Okay, also im nächsten Try, wenn ich das hier jetzt nicht schaffen sollte, werde ich alles hier auf Zorn stellen. Sehr schön. Und nochmal. Jawohl. Ja. Alle haben Schutzengel, dann darfst auch du angreifen. Und du darfst angreifen. Ja, wunderbar. Megafunke. So, und hier sterben jetzt alle, auch Walker, würde ich mal meinen. Ich glaube, das wird er auch nicht überleben, ja. Meine Güte. Hier wird aber auch echt eine Menge ausgeteilt mit diesem Megafunke. Okay. So, Walker ist dran. Ja, dann benutzt du jetzt auch mal Schutzengel. Für dich. Nicht, dass er jetzt hier nochmal mit Megafunke um die Ecke kommt und dann überlebt das niemand. Das wäre schlecht.
So, Schutzengel für dich. Kimori kommt nicht an die Reihe, wenn er mal K.O. gewesen ist, ne? Deshalb habe ich ihm jetzt auch keinen Schutzengel gegeben. Ja, du darfst gerne kontern, Walker. Sehr schön. So, dann benutzt du mal Schutz. Nein, och Mann. Ach, da könnte ich mir doch in die Fresse hauen. Echt. Ich bin einfach wieder zu schnell gewesen. Ach, das regt mich doch auf, wie dumm man sein kann. So, jetzt aber. Dann lag ich schön ruhig bleiben, nicht aufregen. So. Und angreifen. Und auch du angreifen. Bitte nicht. Ja. Alles klar. Tides. Weißmagie. Schutzengel Walker. Und Kimori, kannst du abgeben? Beherrschst du das? Beherrschst du abgeben? Das wäre auch zu schön gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Aber, dann benutzt du mal Himmelswind. Auch wenn das jetzt nicht so der Burner ist. So, dann greif du an. Und du greifst an. Schade, dass er nicht abgeben beherrscht. Dann könnte der letzte Tag. Ist klar. Das ist der letzte Tag. Na, ganz toll. Ganz toll. Richtig toll ist das. Ja. Aber hey, immerhin, die Ekstaseleiste von Kimori ist voll. Die wäre bei den anderen beiden auch voll, wenn da die Ekstaseleiste oder der Ekstasetyp auf Zorn gestellt gewesen wäre. So, und dann muss ich jetzt hier nochmal mit Schutzengel arbeiten. Ich habe den gar nicht mehr so schwer in Erinnerung gehabt. Denn hier habe ich ja die Trophäe. Es gibt nämlich eine Trophäe, wenn man den erledigt. Ich habe die. Oh, 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 oh. Okay, Items, Items, Items. So, du brauchst ein Elixier. Denn du hast keine MP mehr. Zack. So, Item Phönixfeder für Kimori. Weißmagie Schutzengel für unseren Walker. Und dann wird Tides Schutzengel für Kimori einsetzen. Ich muss die MP besser im Auge behalten. So ein Fehler darf mir nicht nochmal passieren, denn das Ganze hier hätte jetzt auch anders enden können. So, Walker, du greifst natürlich an. Und nochmal der Megafunke. Es wäre auch toll, wenn du mal was anderes machen würdest. Ich habe keine Ahnung, wie zum Beispiel einfach mal stehen bleiben und gar nichts tun. Nein, stattdessen sterben jetzt alle. Und ich kann jetzt nochmal von vorne anfangen und jedem nochmal Schutzengel zaubern. So, Tides und Walker sind dann jetzt dran, ne? Mhm, Kimori kommt nicht an die Reihe, wenn er erstmal kampfunfähig gewesen ist. So, Schutzengel für dich. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Weißmagie-Schutzengel. Okay. Und. Jawohl, Konter! Walker darf kontern! Yay! So, und Weißmagie. Schutzengel Kimori. Okay, Walker ist an der Reihe. Ja, du darfst angreifen, auf jeden Fall. Was für eine blöde Frage ist das eben jetzt gewesen? Ja, ihr greift alle an. Ihr dürft alle mal angreifen. So, Kimori, du benutzt nochmal Himmelswind. Damit Walker ein bisschen mehr HP hat. Es sei denn, er stirbt jetzt. Dann ist das unnötig gewesen. So, Walker greift an. Du benutzt Schutzengel und solltest demnächst dann auch mal deine MP heilen. Regenerieren, nicht heilen. So. Du greifst an. Ich hab was. Natürlich musst du jetzt sterben. Natürlich musstest du jetzt sterben, verdammt. Ja, du greifst an. Nein, aber Kimori kommt. Ah. Dann kommt er nicht mehr an die Reihe. Aber fürs nächste Mal.
Komm, greif du an. Du benutzt abgeben für unseren Walker. Dann kann er seine Ekstase nochmal einsetzen. Mir ist auch bewusst. Mir ist durchaus bewusst, dass er das kontert. Himmelswind. Okay. Ah, das ist die große Kugel. Ne, diese Energiekugel. Sehr schön. Ja. Das ist gut. Walker, du greifst an. Du benutzt Schutzengel. Ich muss Walker noch ein kleines bisschen heilen. Ja, das darf er dann auch gegebenenfalls selber tun. Weißmagie, Vikra. Ja. Weißmagie, Vikra. Bitteschön. Jawohl. So, Angriffstee. Darf er dann gerne einsetzen. So, dann hoffentlich überlebt Walker Ultima. Dass die anderen beiden nur ihren Schutzengel verlieren. Okay. So, Ultima kommt jetzt zum Einsatz. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja! Und Walker hat überlebt. Ihm hat das gar nichts ausgemacht. So, jetzt kommt hier aber der Megafunke. Und da sterben jetzt alle, außer Walker. So, und dann muss ich jetzt mit ihm Mega-Phönix einsetzen. Oh. Nee. Schutzengel. Verdammt, was mache ich jetzt? Ja. Sehr gut. Und Konter? Jawohl. So. Jetzt machen wir aber Mega-Phönix. Jetzt machen wir Mega-Phönix. Was ein geiles Deutsch. So. Oh, nein. Feierabend. Oh, verdammt. Was mache ich jetzt? Item. Elixier. Oh, das ist blöd gewesen. Das ist jetzt richtig blöd gewesen. Item, Phönixfeder, Kimari. Item, Elixier, Walker. Teil des Weißmagie, Schutzengel auf sich. Walker, du greifst an. Dann benutzt du Schutzengel für Kimari. Okay. So. Dann sind wir jetzt wieder hier. Beim letzten Tag. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, 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 Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ist hier so ein Teufelskreis, ne? Aber immerhin, alle haben Schutzengel. Ich hätte hier den Ekstase-Typ ändern müssen. Dann würde das hier ein bisschen schneller funktionieren. So, und wir fangen wieder an. Schutzengel. So, Tidus, hier hast du deinen. Und Schutzengel Walker, hier hast du deinen. Na, ganz toll. Weißmagie. Ach ja, vergiss es. So, dann benutzen wir Turboäther. So, da haben wir dann eindeutig mehr von. Schutzengel Tidus. Kimari benutzt. Auch wenn es nicht viel ist, aber Himmelswind.
Du greifst an. Und er benutzt Schutzengel für unseren Kimari. Megafunke. Das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Mann. Gibt's denn sowas? Gibt es denn sowas? Oh Mann. Und wir fangen wieder von vorne an. Hab ich da Bock drauf? Echt, ey. So, Schutzengel. Ah, ich wollte eigentlich mal im Internet nachschlagen, wie viel HP der hat, weil mich das ja doch schon interessiert. Vielleicht tue ich das mal gleich. Obwohl ich glaube... Also ich bin der festen, festen Überzeugung, der hat 10 Millionen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, Weißmagie, Schutzengel für unseren Tidus. Nee. Du greifst normal an. Du benutzt kein Schutzengel oder ähnliches. Wir müssen gucken, dass wir deine... Deine Ekstaseleiste hochgepusht bekommen. Ich kann kein Deutsch mehr. Ich wäre ja eigentlich für Regina, ne? Aber ich weiß nicht, wie weit mich Regina bringt. Und hier, das bringt uns ja auch nicht wirklich was, ne? Diese Totalabwehr. Ich setz mal Totalabwehr ein. Da haben wir noch Auto Shell mit dabei, oder? Da geht ja nicht alles irgendwie daneben. Super. Du greifst an. Das bleibt. Jawohl. So, Schutzengel für unseren Tidus. Und dann darf er jetzt angreifen, oder wie? Ja. Super. Oh, Mann, ey. Und dann noch Kimari. Dann noch Kimari. Du greifst an. So, Weißmagie. Schutzengel. Kimari. Walker angreifen. Sehr schön. Du auch? Und nochmal der Megafunke. Wie soll's denn auch sonst sein? Menschenskinder. Okay, Walker. Oh nein, das ist dumm gewesen. Das ist sowas von dumm gewesen. Oh. Verflixt. Scheiße. Das hier ist richtige Scheiße. Yuna. Beschwören. Beschwör mal Bahamut. Oh nein, 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 nein. Was mache ich denn jetzt? Komm, setz den letzten Tag ein oder so. Achso, ich kann mit dem gar nicht in Abwehrhaltung gehen. Na super. Spezial, Hadesmagie, Weißmagie. Passt. Na super. Na super. Ganz toll. Aber ich bin an der Reihe. Ich bin dran. Okay, Weißmagie. Passt. Sie kommt aber nicht mehr an die Reihe. Ich werde sie nicht mehr los. Weißmagie. Schutzengel. Wow, nur weil ich mich da jetzt vertan habe. Schutzengel. Natürlich. Ah, sie kommt nicht mehr dran.
Komm. Bitte. Nein. Ich werde ihr trotzdem Schutzengel geben. Falls Kimori das nicht überleben sollte und sie dann... Nee. So. Oh Mann. Ich fange an zu schwitzen. So viel kann der doch nicht mehr haben. Schutzengel, sehr schön. Jawohl. Sehr gut. Waka, Angriff. Yuna, raus. Du musst raus. Tides, komm noch mal rein. Okay. So, dann benutzen wir Turbo-Ether für dich. Okay, Weißmagie. Schutzengel für dich selbst. Sehr gut. Und Waka. Du benutzt Schutzengel. Dann habe ich hier ja nochmal gut die Kurve gekriegt. Mann, 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 Mann. Und hier kommt der letzte Tag. So, hier habe ich euch die Animation rausgeschnitten. Weil ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge hier sein wird. Oh. So. Okay. So, jetzt mache ich den Fehler aber kein zweites Mal. So, Schutzengel für unseren Tides. Du benutzt Schutzengel für unseren Waka. Okay. Und jetzt kommt der Megafunke. Das darf doch nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. So. Weißmagie, Schutzengel. Wir müssen Kimori erstmal liegen lassen. Geht nicht anders. Weißmagie, Schutzengel für ihn. Dankeschön. Jawohl. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. So, greif du an. Du benutzt eine Phönixfeder. Okay, dann nochmals Weißmagie, Schutzengel für unseren Kimori. Okay, dann solltest du Item Turbo-Ether benutzen. Ja, okay. Alles klar. Schade, dass er das nicht überlebt hat. Wirklich schade. Dann hätte er nämlich nochmal gekontert. Okay. So, dann darfst du angreifen. Du darfst. Ja. Es wäre einfach eigentlich am sinnvollsten, wenn du angreifst. Himmelswind bringt mir hier überhaupt nichts. Ja, und du greifst an. Ganz klar. So. Dann dürfen wir... Ah, nein. Gar nicht wahr. Ich hätte fast gelogen. Ich wollte sagen, dann dürfen wir wieder sterben. Aber dem ist ja gar nicht so. So, du benutzt ein Item Turbo-Ether für dich. Sehr schön, denn du bist nochmal dran und benutzt Schutzengel für unseren Waka. So, Kimori ist jetzt dran. Und Kimori darf angreifen. Du darfst angreifen. Und du darfst angreifen. Sehr schön. Dreimal angegriffen in einer Runde. Ich glaub's nicht. Ist ja auch schon ewig her, als das passiert ist. So, dann kommt mal alle wieder zurück. Denn das Leben ist ein Traum. So, Tides könnte jetzt eigentlich die Ekstaseleiste abgeben an Waka. So, aber das dauert jetzt noch ein bisschen, weil ich jetzt hier jedem erstmal nochmal Schutzengel verpassen muss. Oh, das hier ist doch a never ending story. Und dasselbe machen wir dann hier. Schutzengel für Waka. Nein, warum nicht Waka? Warum nicht Waka? Weißmagie, Schutzengel für unseren Tides. So, Waka greift an. Gar keine Frage. Sehr schön. So, du benutzt Schutzengel für Kimori. Habe ich nicht vergessen.
Und wir greifen an. Die Heilung bringt nichts. Ich werde mich nicht mehr heilen. Okay. Rocker Angriff. Beißmagie, Schutzengel, Kimari. So, Teiles, du bräuchtest dann demnächst dann auch nochmal einen Äther. Du greifst an. Oh, okay, das hier ist jetzt eigentlich ein bisschen blöd gewesen. Denn er hätte eine Ekstase einsetzen können. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Item X-Potion. Weißmagie. Schutzengel. So, wir brauchen noch ein X-Potion, bitte. Item X-Potion Walker. Item X-Potion. Komm, vielleicht hast du ja Glück und überlebst dann auch, aber ich glaube es wohl eher nicht. So, Angriffstee. Okay. Ich habe nichts mehr zu trinken hier stehen. Mein Cappuccino ist leer. Oh Mann, ich hatte Hoffnung. Ich habe gedacht, hier steht jetzt gleich vernichtend. So ganz klein in Orange, aber nein. Er will mich quälen. Er will mich einfach quälen. Das gibt es nicht. Und wir sind hier schon wieder bei einer Aufnahmezeit von über einer Stunde. Okay, Teiles hat das auf jeden Fall nicht überlebt. Hallo? Was ist jetzt los? Warum bist du wieder dran? Ich meine, ist ja nicht schlimm. Walker hat ja noch seinen Schutzengel. Oh Mann, 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 Mann. So, jetzt ist Walker aber dran. Okay. So, Weißmagie. Schutzengel. Das hat höchste Priorität. Da kannst du jetzt... Ja, von mir aus kannst du das einsetzen. Das ist mir egal. So, aber wenn er ihn normal angreift, also physisch angreift, dann wird Walker das überleben. Wäre nur blöd, wenn er das dann kontern würde und er dann sterben würde, weil dann die anderen beiden keine Erfahrungspunkte bekommen würden. Obwohl mir das dann eigentlich auch dann egal wäre. Es wäre trotzdem blöd. So. Und wir setzen nochmal Schutzengel ein. Ah, zum Glück hat er genügend MP. So, Konter. Okay, dann benutzen wir Mega Phönix. Und wir benutzen noch einmal einen Schutzengel für unseren Teiles. So, dann sind wir jetzt in unserer üblichen Routine, wenn man das so nennen kann. Das macht nichts, du hast Schutzengel. So. Du greifst normal an. Ja, ihr seht richtig. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Weißmagie. Schutzengel für dich. So, Kimai bräuchte dann demnächst auch ein Turbo-Äther. Ansonsten sieht das schlecht aus. So, und du ein Schutzengel. Okay. Ich würde mich jetzt sehr darüber freuen, wenn du jetzt uns normal angreifen würdest, was du natürlich nicht tust, weil warum solltest du sowas tun? Warum solltest du mir einen Gefallen tun? Das würde doch gar keinen Sinn ergeben. Naja. Aber es werden alle wieder aufstehen. Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Okay. Und das Spiel fängt wieder von vorne an. Und Schutzengel für unseren Teiles. Und Schutzengel für unseren Walker. Komm, der hat doch jetzt nicht mehr viel. Boah, die Folge hat bestimmt was an Überlänge, Leute. Es tut mir so leid. So, Schutzengel. Bitteschön. Walker greift an. Sehr schön. Und noch einmal. So, Schutzengel für Kimari. Und Kimari benutzt dann ein
Proboeta. Okay. Sehr schön. Dann kann Rocker wieder angreifen. Weißmagie, Schutzengel für Kimari. So, dann würden wir mal Rocker am besten nochmal einen Turboeta rüberwerfen. Nicht wahr? Item Turboeta für Rocker. Super. Und es geht wieder los. Und alle werden wieder sterben. Jawohl. Oh, Mann. So, Walker, du greifst an. Du wirst nichts anderes tun, wie angreifen. So, Schutzengel für unseren Tidus. Walker. Ja, benutzt du mal einen Turboeta für dich. Und... ja. Gute Frage. Benutzt du einfach mal Himmelswind. Ja, das ist eigentlich so ein... Ich hätte mehr davon, wenn ich normal mit Kimari angreifen würde. Aber Walker kann bald wieder seine Ekstase einsetzen, wenn er nicht stirbt. Oh, Mann. Ja. Dann sind wir wieder... So. Schutzengel. Sind wir wieder in diesem Modus. In dem Walker nicht angreift, sondern Schutzengel einsetzt. So, und dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Deus oder Dois oder wie auch immer du jetzt Walker angreifst. Nein! Ist das Walker? Nein! Ist es nicht. Es ist Tidus. Du solltest Walker angreifen. So, hier, Schutzengel für dich. Dann hätte Walker gekontert, dann hätten wir nämlich noch ein bisschen Vorsprung gehabt. Es wäre niemand gestorben. Das wäre richtig toll gewesen. Aber nein. Weißmagie, Schutzengel für Kimari. So. Und ich werde keinen Schutzengel dieses Mal einsetzen, sondern angreifen. Kein Himmelswind. So, Kimari ist dann jetzt auch erledigt. Und wieder back in the game. So, du darfst jetzt echt gerne sterben. Ich kann noch nicht mal abgeben einsetzen von Tidus, denn das würde nicht reichen. So. Dann darfst auch du angreifen. Hatten wir auch schon länger nicht mehr, dass alle drei angreifen durften. Das ist echt zum... Das ist zum Heulen einfach. Echt zum Heulen. Wohl doch noch etwas zu schwach mit den beiden. Ich hätte Kimari und Tidus dann doch noch ein bisschen Power leveln sollen auf dem Spirobrett. Aber ich wollte jetzt nicht noch weitere Folgen ausfallen lassen. Ja. Ich musste kurz überlegen, was wir hier eigentlich tun. So, Schutzengel für unseren Tidus. Leute, es tut mir so leid, dass das jetzt sich so lange geht, dieser Kampf. Aber das ist mir persönlich dann immer noch lieber, als wenn ich eine Folge ausfallen lasse. Ganz toll. Tidus, komm bitte von den Toten zurück. So, Weißmagie, Schutzengel für Tidus. Walker, du greifst an. Mit dem Ball. Da wird sich auch bei dir nichts ändern. Ich habe jedes Mal die Hoffnung, dass er dann jetzt over ist. Und er ist es dann nicht. So, Kimari. Auch du greifst an. Ja. Walker hätte diesen Angriff überlebt. Safe. Und noch gekontert dazu. So. Ah, es hätte schlimmer laufen können. Sollte mich nicht beschweren. So. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe jedes Mal die Hoffnung, dass er dann jetzt kaputt geht. Und er geht nicht kaputt. Naja, immerhin kann ich jetzt diesen kleinen Vorgang wiederholen.
Sehr schön. Weißmagie, Schutzengel. So, okay, wenn Kimari dann an die Reihe kommt, oder wer auch immer. Gut, Tidus wird es in dem Fall sein. Der sollte dann auf jeden Fall Turbo-Ether benutzen. Okay. Megafunke. Walker kann seine Ekstase einsetzen gleich. Aber erstmal werden alle wieder sterben. Gehört einfach dazu. So, bitte. Lasst meinen Plan funktionieren. Weißmagie. Schutzengel. Beides. Weißmagie, Schutzengel, Walker. Warum? Warum jedes Mal Tidus? Warum greifst du nicht mal Walker an? Dann hätten wir doch auch was davon. Weißmagie, Schutzengel, Tidus. Okay. Greift ihr mal normal an? Also Walker, greif du normal an. Weißmagie, Schutzengel, Kimari. So, Item, Explosion, Walker. Ah, okay. Aber nicht Walker, bitte nicht Walker. Dankeschön. Danke, dass es nicht Walker gewesen ist. Du bist sehr, sehr nett. Ja. Du benutzt mal ein Item. Explosion. Du benutzt Schutzengel. Ja, und so kann jetzt Walker seine Ekstase einsetzen, ne? Ah, Walker kommt nochmal an die Reihe, wenn er ein Item benutzt. Ja, komm. Benutz einfach eins. Ja. So. Tombola Angriffstee. Bitte. Mach ihn kaputt, Walker. Bitte. Bitte, 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 bitte. Wir würden uns alle so freuen, wenn du ihn jetzt kaputt machst. Nein, es hat nicht gereicht. Oh Mann. Ach ja, der gute Ultima-Zauber. Den haben wir ja schon länger nicht mehr gesehen. Also es passiert ab und zu mal was Neues. Es passiert ab und zu mal was Neues, meine Lieben. Naja, immerhin hat er es überlebt. Und jetzt sterben wieder alle. Oder Tidus und Kimari sterben. Bei Walker, ich weiß nicht, der kann es vielleicht noch überleben. Oh ja, er hat es überlebt. Sehr gut. Mega Phönix, auf jeden Fall. Ja. Weißmagie. Schutzengel. So, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter und komme nicht in die Bredouille. Sehr gut. Du greifst an. Sehr gut. Und nochmal angreifen. Ja, auch wenn es jetzt gerade so ein Mini-Betrag ist, weil du so geschwächt bist. Aber um die Heilung kümmern wir uns gleich. So, Weißmagie. Schutzengel. Okay, dann muss ich jetzt auch nochmal gleich mit Turbo-Ether um mich werfen. Aber mir wäre es hier in dem Fall jetzt eigentlich lieber gewesen, wo ein Walker gestorben wäre. Weißmagie, Schutzengel. Okay, Item, Turbo-Ether. Moment, wer? Ja, am besten du, Tidus. Super. Und der letzte Tag. Und auch hier habe ich euch wieder die Animation rausgeschnitten. Oh, diese Folge hier wird wieder super lang, Leute. Es tut mir so unfassbar leid. So, Weißmagie. Schutzengel. Tidus. Passiert ja eigentlich immer dasselbe.
Weißmagie, Schutzengel, Walker. So, und wenn wir Glück haben, greift er jetzt normal an und wird aber dann Tidus angreifen. Oder auch nicht. Er greift nicht Tidus an, sondern... Moment mal, er greift an, Phönixfeder. Okay, alles klar. So werde ich das angehen. Du greifst an. Du benutzt die Phönixfeder. Dann ist Walker. Nein, ist er nicht. Schlügner. Weißmagie, Schutzengel, Kimari. So, dann konnte ich wenigstens noch mal ein bisschen was an Damage austeilen. Ach, Mann. Der lacht sich doch kaputt über uns. Der lacht sich doch echt kaputt über uns. Tidus, Schutzengel, Kimari. Walker angreifen. Sehr gut. Item, Turbo-Ether für unseren Kimari. Walker angreifen. Du benutzt weiterhin ein Turbo-Ether für Walker. So. Dann dürfen wir wieder sterben. Ganz klar. Okay, das war aber ein positives Sterben. Item. Nein. Was mache ich hier für komische Sachen? Weißmagie, Schutzengel. Bitteschön. So, Walker. Ja, Item. Explosion. Item. Habe ich nichts Besseres? Nein, habe ich nicht. Explosion. Natürlich, und jetzt sterben wieder alle. Oh Mann, dann war das jetzt komplett umsonst. Ich hatte die Hoffnung, dass er nur einen erledigt und jetzt tötet er wieder alle von meinen Leuten. Verdammt. Angreifen. Angreifen. Okay, jetzt bin ich aber übermutig geworden. Weißmagie. Schutzengel für unseren Tidus. Walker, ich wäre jetzt froh, wenn du jetzt dann auch sterben würdest, weil das hier hat nämlich rein gar nichts gebracht, dass du das hier überlebt hast, weil du teilst jetzt auch umso weniger Schaden aus. Nein, mir wäre doch Walker lieber gewesen. Warum hast du nicht Walker ausgewählt? Weißmagie. Vikra. Obwohl das jetzt auch nicht sowas... Ja, super. Richtig toll. Weißmagie, Schutzengel, Kimari. Angriff. Ja. Greif du auch an. Besser, wenn... Panther! Panther! Ja, super. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Muss ich gucken, wie ich ihn hochgeheilt bekomme. Tidus, Explosion, Walker. Kimari. Feintechnik. Himmelswind. Okay, Walker. Greif du an. Sehr schön. Item. Turbo-Ether für unseren Tidus. Und Tidus. Benutzt du nochmal X-Potion für Walker? Überfordert. Nein! Nein. Och Mann, ey. Gehst du mir so auf den Sack, ey. Ich will, dass du jetzt stirbst. Warum Walker? Warum Walker? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Oh, ich möchte einfach, dass du stirbst. Leute, ich werde das für euch beschleunigen, ja? Wir werden dann jetzt gleich einfach sehen, ob wir das überleben oder nicht. Ich hab ihn.
Ich hab ihn. Wir haben ihn, Leute. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann hätte ich euch jetzt auch diese eine Minute jetzt auch noch drin lassen können, oder? Oh, Gott sei Dank. Und alle haben überlebt. Naja. Gott sei Dank. Leute, das tut mir so unfassbar leid, dass die Folge jetzt so lang sein wird. Ah, Yuna bekommt auch was an Erfahrungspunkte. Warp-Speroid. Schützenkönig erhalten. Was denn? Ihr habt ihn besiegt? Was für ein Kampfgeist. Ihr könnt euch ab jetzt die über allem Stehenden titulieren. Sogar meine Eigenkreationen habt ihr besiegt. Bessere Worte als gratuliere fallen mir nicht ein. Jetzt bleibt nur noch Sin. Ich setze auf euch. Heldenzertifikat erhalten. Neue Monster gibt es nicht, aber gegen die Eingefangenen könnt ihr immer kämpfen. Packt euch irgendwann die Kampfeslust, könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Aber bezahlt wird trotzdem. Ja. Heldenzertifikat. Finden wir das jetzt bei wichtigen Items? Heldenzertifikat tatsächlich. Der Held, der Kämpfer aller Kämpfe. Ja, danke schön. So, und dafür hätte es dann auch einen Erfolg gegeben. Oder beziehungsweise eine Trophäe. Gut, Leute. Tut mir total leid, dass diese Folge sich hier so ewig lang zieht oder gezogen hat. Ich bedanke mich trotzdem bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.